Albert, was haben wir denn da Spannendes, sag mal? Lieber Horst, wir haben eine Urkunde. Ja, aber die ist mächtig alt. Ja, so alt auch nicht. Für mich ist die alt. Also gut, 1850. 1850 ist alt, Alter. Also gut, stell dir mal vor, wir beide wären 1850 geboren und heute immer noch hier. Ja. Boah, da wäre was los, du. Bitte schön, die Dame. Obwohl, wir hatten schon Ältere, ne? Ja, klar, viel Ältere. Viel Ältere. Schönen guten Tag, die Schönen Dame. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ich würde gerne erstmal diesen extrem gut aussehenden Herrn neben mir vorstellen. Albert Meyer. Freue mich sehr. Angenehm. Ich bin der Horst. Hallo, ich bin die Elvira. Hallo, liebe Elvira. Elvira, ein klein bisschen kennenlernen darf gestattet sein. Ja. Du lebst wo? Ich wohne in Glashütten im Taunus. Bist du noch am Arbeiten? Ich bin noch am Arbeiten. Was tust du? Ich bin Verwaltungsangestellte, 63 Jahre alt und ich gehe langsam in die Rente. Langsam in Rente. Langsam in die Rente. Ja, aber ganz höch, ganz höch. Genau. Ne? Auf dass du die 25 Jahre dann mit Spaß machst und dann weniger. Ne? Gut, meine Liebe, du hast was Interessantes mitgebracht. Ja. Was ist das und was ist es her? Also es ist ein Flohmarktfund. Ich bin also auch begeisterte Flohmarktgängerin und verkaufe auch manchmal privat mit meiner Freundin. Und das habe ich mal in einer Kiste entdeckt. Mhm. Und jetzt ist er bei uns, Albert. Und was hat es gekostet? Du bist aber neugierig. 5 Euro. Ja. War das ein Schnapper? Das war ein Schnapper. Wenn ich sein Gesicht sehe, das war ein Schnapper. Das ist bestimmt 10 Euro wert. So, mein lieber Albert, erklär mir erstmal eine Urkunde, wenn ja, für was? Das ist eine Entlassungsurkunde von einem Herrn Mantel. Der war Infanterist und hat seine Dienstzeit für die Königlich Bayerische Armee abgeleistet von 1847 bis 1853. Hier ist sogar noch unten das Regiment bezeichnet. Was sehr interessant ist, ist diese Medaille, dieser Orden. Der ist aus Bronze und ist von Maximilian, dem König von Bayern, gewidmet worden. Originalband und sehr guter Zustand. Mhm. Also im Prinzip hat jeder Soldat oder Infanterist, als der in Rente ging oder ausschied, bekam der so eine Urkunde oder ist das was Besonderes? Nicht jeder. Wenn du jetzt noch ein bisschen mehr liest in diesem Blatt, gab es den pfälzischen Aufstand. Mhm. Und von der Bayerischen Armee wurde der niedergeschlagen. Und deswegen hat er den Orden bekommen. Also ein Dankeschön im Prinzip richtig, ne? Ja. Gut. Wie häufig findet man sowas, Albert? Also, das ist schon relativ selten. Den Orden findet man öfter mal. Mhm. Aber mit Urkunde zusammen macht es eigentlich interessant. Und für Militaria-Sammler ist das ein Highlight. Weil dann ist er ja personalisiert. Richtig. Das heißt, dann kann man ihn wirklich einer Person zuschreiben. Richtig. Wenn man ihn sonst so findet, dann hast du halt nur den Orden, weiß aber nichts darüber. Richtig. Und so könnte man tatsächlich nachvollziehen, wer war der Herr und so weiter. Und es war ein Orden, den musste man, wenn man ihn verliehen bekam, nicht mehr zurückgeben. Die großen wertvollen Orden im 19. Jahrhundert musste man anschließend, wenn man gestorben war, wieder an den König oder an den Dienstherrn zurückgeben. Mhm. Echt? Ja. Da war auch Schweinerei, ne? Gut, Albert, dann wissen wir ja auch, wie alt er ist, weil er ist ja schließlich datiert. Er ist datiert und der Orden ist mit ziemlicher Sicherheit von 1853. Mhm. Der Zustand ist sehr gut, das Blatt ist gut. Eine sehr schöne Handschrift, da gab es auch keine Computer. Richtig. Ne, da hat sich schon jemand Mühe gemacht und Schönschreiben war in der Schule noch ein Fach. So, ich weiß, was du bezahlt hast, habe ich schon wieder vergessen. Was würdest du denn gerne haben wollen? 50 Euro. Ja, selbstverständlich, warum denn nicht? Ne? Ja, muss sich auch lohnen. Ja, lieber Albert. Da kann ich nur schmunzeln. Mhm. Es wird nichts mit 50 Euro. Wird nichts. Wird nichts. Nee. Minimum 200 bis 250 Euro. Super. Super. Gut gemacht. Ne? Ach, und ich sehe, weißt du, was ich gerne sehe? Bei Albert dieses verschmitzte Lächeln. Weißt du, wenn er jemand so was Gutes tut. Meine Liebe. Vielen lieben Dank. Wir haben zu danken. Dankeschön. Toller Flohmarktfund. Mach weiter so. Dankeschön. Da geht's rüber. Tschüss. Tschüss. Ja, Militaria-Sammler, ne? Gerade wenn er so alte Dinge sind. Bezahlen Höchstpreise. Ja. Für militärische Sachen. Bleiben. Vor allen Dingen, das habe ich ja von dir gelernt, wenn sie personalisiert sind. Richtig. Ne? Eine Mütze alleine ist, naja, aber wenn man weiß, von wem, wann und warum, ne? Dann ganz andere Nummer. Richtig. Eine Urkunde, Königlich Bayerische Armee. Eine Medaille ist eingelegt. Und
Jetzt ist das sehr schön kalligrafisch gestaltet, dass man fast nichts erkennen kann. Nürnberg, 25. Mai 1853, königliches 14. Infanterieregiment. Und das ist wohl eine Abschiedsurkunde. Die im Händlerraum hoffentlich willkommen ist und für gute Gebote sorgt. Hallo, die Dame. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag auch zusammen. Hallo. Hallo. Kommen Sie aus Bayern? Nein. Nein? Aus dem Taunus. Ach, das ist ähnlich. Woher denn? Im Taunus, bei Wiesbaden. Zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Ah ja. Ja. Und Sie sind keine klassische Militariersammlerin? Nein, bin ich nicht. Aber wie kommen Sie denn in den Besitz einer bayerischen, militärischen Urkunde mit Orden? Es war ein Flohmarktfund. Ich bin begeisterte Flohmarktgängerin und das war so ein Stand mit einer Kiste. Da guckte das heraus und ich habe es rausgezogen und denke, sieht ganz interessant aus und habe es mitgenommen. Welcher Flohmarkt? Das war in Höchst. Höchst. Ah. Frankfurt Höchst. Ja, der ist gut. Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall haben Sie einen schönen Schnapp gemacht auf dem Flohmarkt. Ich honoriere Ihr Gespür schon mal mit 100 Euro. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 170. 200 Euro. 210. 220. 230. 240. Glaubst du nicht im Ernst, dass du jetzt die bayerischen Schachen auch noch wegkaufst hier, oder? Ist das jetzt Bayern dein Ernst? Gehört nun mal zu Deutschland, ja. Nicht zu Österreich. Von einem hessischen Flohmarkt. 250. Sehr gut. Du hältst die Fahne hoch. Das finde ich gut. Ja, gut. Tja, ich komme aus der Pfalz, das gehörte früher zu Bayern, deshalb sage ich 260. Wir finden 1000 Gründe. Liegen wir denn schon über Ihrem Einkaufspreis? Oh. Der war, Lisa, also der war gut. Ja. Ja. Das beruhigt uns sehr. Sie sind so schön ehrlich. 260. 300. So, gnädige Frau, 300 Euro. Sehr gerne. Ganz Deal. Jawohl. Dann geht's doch nach Bayern. Ja. Hätte mich doch gewundert, wenn wir uns nicht geeinigt hätten, gnädige Frau. Bitte schön. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schönen Dank. Wiedersehen. Tschüss. Grüße an den Taurus. Danke. War die schön. Ja. Das ist mit dem Orden zusammen, ist es interessant. Ja. Da muss ein bisschen ein Passepartout rein. Dann wird auch extra im Passepartout was ausgeschnitten, wo der Orden hinkommt, damit das nicht die ganze linke Flanke da verdeckt. Zerdrückt auch, Verdeckt. Du siehst nicht einmal das Königlich. Ja, ja. Das muss schön werden.